Hallo liebe Hungrige, das ist wieder mal so ein Kuchen, der ruckzuck zubereitet ist, aber dennoch köstlich schmeckt, denn die Kombination aus einem festen Keksboden, einer dicken Puddingfüllung und fruchtiger roter Grütze ist ja auch wirklich lecker und wir brauchen dafür eben letztgenannte rote Grütze. Die kann man übrigens auch ganz einfach selber machen und wie, dazu gibt es ein Video von mir, auf das ich am Ende und in der Infobox verlinke. Wir brauchen Butter, Frischkäse, Butterkekse. Ich nehme dunkle, also mit Kakao, muss aber nicht sein. Alternativ könntet ihr zum Beispiel auch Oreos verwenden oder eben helle Butterkekse. Und wir brauchen Puddingpulver. Und außerdem, weil wir den Pudding ja kochen wollen, eben auch Milch und Zucker. Ich verwende übrigens Birkenzucker, also Xylit. Zuerst schmelzen wir einen Teil der Butter, am besten in der Mikrowelle, alternativ eben in einem Topf. Die Kekse geben wir in einen Gefrier- oder ähnlichen Beutel. Verschließen diesen, nehmen dann die Teigrolle und zerklopfen die Kekse. Anschließend gehen wir mit der Teigrolle nochmal darüber, bis eben alle Kekse schön zerbröselt sind. Dann greifen wir uns die flüssige Butter, schütten die Keksbrösel mit in die Schüssel und vermengen dann alles, am besten mit dem Löffel oder so wie ich mit dem Teigschaber, bis eben Keksbrösel und flüssige Butter eine homogene Masse bilden. Dann brauchen wir eine Backform, optimal mit einem Durchmesser von 26 cm und verteilen in dieser auf dem Boden die Keksbröselmasse. Von Anbeginn ein bisschen gleichmäßig verteilen, zum besseren Verteilen die Form so ein bisschen hin und her schütteln und dann die Brösel andrücken. Geht ja ganz einfach mit der Hand, noch besser allerdings mit dem Glas. Das sollte dann allerdings einen geraden Boden haben und mit dem können wir auch am besten von der Mitte aus zum Rand hin den Boden fest andrücken. Die Form anschließend erstmal beiseite, gern auch kühl stellen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um die Puddingfüllung, geben also erstmal Puddingpulver in eine Schüssel, ergänzen mit dem Zucker, gießen auch die Milch dazu und verrühren dann alles gründlich miteinander, entweder mit Schneebesen oder einfach einer Gabel. Dann gießen wir die Milch in einen Topf, kochen sie kurz auf und nehmen den Topf dann vom Herd. Nun rühren wir die vorbereitete Puddingmischung ein, am besten natürlich mit dem Schneebesen, und geben, wenn wir es erledigt haben, den Topf kurz nochmal auf den Herd zurück, um den Pudding jetzt unter Rühren kurz nochmal aufzukochen, halt eben so, wie man ganz normal Pudding kocht. Dann wieder runternehmen vom Herd und jetzt gießen wir den zweiten Teil der Butter, die wir auch wieder vorher verflüssigt haben, mit in den Topf, geben dann auch den Frischkäse mit dazu, also Portion Nummer 1, gefolgt von Portion Nummer 2 und verrühren dann alles gründlich miteinander. Und ihr müsst hier nicht erst das Rührgerät strapazieren, auch hier macht's wieder der Schneebesen. Und nun brauchen wir wieder die Backform mit dem vorbereiteten Boden und da hinein gießen wir nun die Pudding-Frischkäse-Mischung. Die verteilt sich ja im Prinzip von alleine, trotzdem, wenn alles drin ist, die Masse noch ein bisschen glatt streichen, entweder mit Löffel oder Teigschaber, vielleicht die Form auch noch so ein bisschen hin und her schütteln und dann wird auch schon gebacken. Und zwar für 25 bis 30 Minuten, bei mir reichten 25, bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Fertig gebacken sollte er dann so ungefähr aussehen. Wir lassen ihn nur kurz ein bisschen abkühlen und geben ihn dann zum vollständigen Abkühlen für mindestens 1,5 Stunden in den Kühlschrank. Danach lösen wir ihn aus der Form, also einfach mal so mit dem Messer umgehen, befreien ihn dann aus der Form und haben dann nur noch eine Aufgabe, nämlich auf der Oberseite die rote Grütze zu verteilen. Und seid da nicht zu knausrig, denn in der Füllung selbst ist ja kaum Zucker und in Kombination mit der roten Grütze und dem knusprigen Boden wird alles richtig lecker. Probiert es unbedingt mal aus. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Und falls ihr nochmal schauen möchtet, wie man rote Grütze ganz einfach selbst zubereiten kann oder ihr vielleicht doch lieber einen Schokokuchen backen wollt, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.